voll witzig. Das Sat.1 Comedy Quiz. Mit Ingolf Lück, Markus Maria Profittlich und Mirko Nonchef. Als Gäste heute Lou Richter und Tommy Wasch. Und hier ist Ihr Gastgeber, Ingolf Lück. Hallo! Guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Voll Witzig, das Comedy Quiz in Sat.1. Bei uns sehen Sie die witzigsten Bilder der Woche und Sie bekommen die Antworten auf die brennendsten Fragen der letzten Tage. Zum Beispiel: Macht Weihrauch Hai? Wo ist der Haken beim 3-Liter-Auto? Und was machen Jedi-Ritter eigentlich in ihrer Freizeit? Diese und weitere hochinteressante Fragen werden auch heute wieder beantwortet von unseren Jedi-Rittern im Studio. Das Team Skywalker wird angeführt von Meister Markus Maria Profittlich. Und ein Meisterschüler ist heute wieder Milchstraßenbubi Tommy Wasch. Und diese beiden, die in der Sendung das Gute vertreten, führen einen unerbittlichen heißen Luftkampf gegen die dunkle Seite der Macht. Imperator Mirko Nonchef. Und aus den unendlichen Weiten des Strafraums, direkt aus dem Randstudio, zu uns geliehen, Lou Richter. Meine Damen und Herren, Sie haben es längst bemerkt, bei uns ist es so, wie alles, allenthalben in der ganzen Republik ist, bei uns ist das Star Wars Fieber ausgebrochen. Ganz Deutschland gab es vor den Kinokassen riesige Schlangen, aber nicht alle wollten den Film sehen. Viele Ossis haben sich aus reiner Gewohnheit angestellt. Die meisten Fans verkleideten sich natürlich in den Kostümen ihrer Helden und kamen als Jedi-Ritter oder Stormtrooper. Auch Norbert Blüm fand die passende Verkleidung. Was viele ja gar nicht wussten und was wir exklusiv jetzt hier enthüllen, Verona Feldbusch hatte auch eine Rolle im Star Wars Film angeboten bekommen. Leider hat sie das Angebot abgelehnt, denn sie glaubte, dass man für ein Laserschwert lesen können muss. War nicht so. Was übrigens wirklich auch überhaupt niemand wusste, ist, dass der geschätzte Kollege hier zur Rechten, Profittlichs Markus Maria, auch eine Rolle hat. Er hat sogar mitgespielt bei Star Wars. Als was eigentlich deine Rolle? Was war das? Planet oder? Na, ich meine, für dich gibt es ja auch noch eine Rolle. Planet der Affen. Die richtig schöne Kokosölfrisur hast du ja schon. Leute, aber ja. Ich, besonders ich, war bei Krieg der Sterne. Ich, und ich habe die Geräusche gemacht. Pass mal auf, Leute. Zum Beispiel, was ist das? Konzentration. Ich muss das mal ranhalten. Das ist dein Lady Shave, oder? Nein, das ist ein Nein, nein. Aber haarscharf und heiraten. Das ist ein Jedi-Shave. Also manche sagen dazu ja Laserschwert, aber das, was macht das schon, ne? Außerdem war ich auch die deutsche Synchronstimme von dieser Spülmaschine, da, von diesem Roboter da, diesem R2-D2, ja. Genau. Zum Beispiel heißt ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei Voll Witzig, heißt ja übersetzt. Danke, Mirko, es reicht. Wartet doch erstmal ab. Aber gut, ist es schlimm, wenn man immer so abgeschnitten wird, oder? Das ist hässlich, ist das. Aber ich gucke mir diesen Film nicht an, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Ich werde mir das nie anschauen. Nee, ich gehe da nicht rein, weil ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich grunzende, ja, haarige Zottel sehen will, die so mechanische Bewegungen machen und miese Tricks drauf haben, dann gucke ich mir doch lieber gleich die deutsche Nationalmannschaft an. Für die, ja! Auch. Ja, für die auch. Oder? Mit dem Unterschied, dass die deutsche Nationalmannschaft nicht außerirdisch spielt, sondern unterirdisch. Meine Damen und Herren, Sie sehen, die Kontrahenten sind fantastisch.
fantastisch in Form. Ja, man ist wirklich wild darauf, hier Punkte zu machen. Und um Punkte geht es auch in unseren Spielrunden. Und wer die meisten Punkte am Ende hat, der ist die nach Punkten. So einfach ist unser Spielprinzip. Kommen wir zu unserer ersten Runde, den Filmen der Woche. Markus und Tommy, welche Meldung könnte hinter diesem Nachrichtenfilm stecken? Möge die Macht bei euch sein. Ja, ich würde mal sagen, 40 Fäuste für ein Halleluja, Nonnen treiben Kirchensteuer ein, oder? Nein, scheinbar nicht. Ich glaube eher, Tollwut jetzt auch bei Pinguinen entdeckt. So, aber ich bin mir relativ sicher, das ist so eine Art neue Bibelinterpretation. So dich jemand auf die rechte Wange schlägt, schlag ihm einfach die Fresse ein. Ja. Ja. Das wird so sein. Damit müssen wir leben. Aber pass mal auf. Oder Achtung Männer, kaum noch Hoffnung auf unbefleckte Empfängnis. Schöne Versuche. Toll. Leider, Tommy, sind wir live heute am Sonntagabend, sonst hätten wir einige der Bemerkungen rausgeschnitten. Aber das macht ja nichts. Was wir da gesehen haben, meine Damen und Herren, ist ganz klar, die Katholiken bereiten sich auf das jüngste Gericht vor. Und so bereitet man sich vor. Kommen wir nun vom Tommy zum Chef der Nonnen, Mirko Nonchef. Oh! Es ist seit geraumer Zeit ist es so. Sie sehen, hier geht es lustig zu. Mirko und Lou, hier ist euer Beitrag. Was ist das? Das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Das ist glaube ich, eine tolle Veranstaltung, ja. Ja. Glaube ich, das anonyme Treffen der Flachwichser. Und wie man sieht, das läuft ja wie geschmiert, ne? Ja. Ihr habt ja ganz groß Sport auf der Stirn stehen, deshalb glaube ich, es ist Turmspringen für Menschen mit Höhenangst. Oh, das kann sein. Es ist, sieht ja auch eher nach einer Geburtstagsfeier aus. Vielleicht wird die Vaseline 100. Ja, kann sein. Ja, die gibt's schon lange. Das weiß ich ja. Ich könnte mir aber auch vorstellen, es könnte das Motto sein, während in Villa Riba schon tapeziert wird, wird in Villa Bajo noch gekleistert. Das wusste ich ja gar nicht. Das ist ja ein Hammer. In Wirklichkeit, meine Damen und Herren, sehen wir sensationell noch nie dagewesene Bilder vom Waschtag bei den Kellys. Aber jetzt geht es um die Punktevergabe. Und Sie haben es eben schon an der Reaktion gesehen, meine Damen und Herren, von Markus Maria Profittlich, der natürlich ein bisschen kritisch das gesehen hat, was da die gegnerische Partei gemacht hat. Auch ich habe gezählt, ein Flachwichser bei euch, billiges nach Punkte erheischen. Und auf der anderen Seite Tommy Wosch, der versucht, auch einmal zum Nachdenken anzuregen mit seinen Witzen. Witze, ja. Etwas später einfach mal zünden. Ja. Das soll hier belohnt werden. Deswegen 4 Punkte für euch und 1 Punkt für euch. Ein. Ja, so ist das, meine Damen und Herren. Wenn man wirklich für Anspruch sorgen will, dann tut das manchmal etwas weh. Aber jetzt ist es Zeit für ein neues sensationelles Spiel bei Vollwitzig, unserem Rübenstiftspiel. In unserem Rübenstiftspiel sollt ihr heute Musikinstrumente so eindeutig zeichnen, dass euer Teampartner sie wunderbar erkennen kann. Damit ihr euch aber nicht an der Hand verletzt, sollt ihr zum Zeichnen das Körperteil benutzen, das bei euch überwiegend ungenutzt bleibt, nämlich eure Rübe. Und zwar diese Rübe, ja? Für jeden Begriff habt ihr 20 Sekunden Zeit und für jedes erkannte Musikinstrument bekommt ihr einen Punkt. Ich würde sagen, Markus beginnt, ja? Markus, setzt dir schon mal die Rübenstifte vor und auf. Das ist also der patentierte Vollwitzig-Rübenstift, den man sicherlich ab morgen in allen Geschäften kaufen kann. Ich gebe das mal zu euren Händen. So, Markus. Winke, winke. Es geht um Musikinstrumente. Und hier ist das erste Musikinstrument. Das kann Tommy jetzt natürlich nicht sehen. Mhm. Bitte schön, ab jetzt. Tommy, was kannst du sagen? Ein Triangel. Ist er? Ja. Oh. Nach wenigen Sekunden erraten. Aber das geht auch, das kann ich. Nebenbei, glaube ich, das einfachste Instrument der Musikgeschichte, ja, oder? Wir fangen einfach an und gehen einfach weiter. Markus, Nummer 2. Und hier ist dein Musikinstrument. Ab jetzt. Eine Mandoline. Eine Banane. Ein Bananenklavier. Ein Handschuh. Ein Flügel. Ja! Ein Flügel! Ein Flügel!
Flügel! Auch das ist richtig! Ein Flügel! Toll erraten, meine Damen und Herren! Rembrandt ja. Van Provitlich. Und hier ist... Es handelt sich um ein Musikinstrument, bitte. Ja, umdrehen. Obwohl, das sieht auch schon so aus, ja. Also, Markus, ab jetzt, die Zeit läuft. So, das ist eine... Oh, ist das schwer. Sieht bisher ein bisschen aus wie eine Arschgeige. Nein. Eine... ein Fagott, ein Spinett. Nein, kein Spinat, es geht um ein Musikinstrument. Eine Trompete, eine Klarinette. Nein. Eine Posaune. Und die Zeit ist um. Ja, es ist ein Dudelsack. Ein Dudelsack. Also, leider nicht erraten. Naja. Sehr schön gefangen. Immerhin zwei Punkte. Markus, hier bringe ich dich wieder auf den Anfang. Dankeschön, Markus Maria Provitlich. Und Mirko, wenn ich dich jetzt an die Staffelei bitten dürfte. Jo. Aber schneid dir nicht aus Versehen dein Ohr ab. So. Meine Damen und Herren, Mirko Nonchef, dem Moment, Moment. So ist richtig. Das hat man mir. Auch den Hippie-Mann da oben abnehme. So. Und Mirko, auch du hast 3x20 Sekunden Zeit, Musikinstrumente zu zeichnen. Lou, du solltest das bitte erraten. Und hier, Mirko, man hilft sich, meine Damen und Herren. Ist das nicht schön? Ist das nicht immer wieder schön? Die Konkurrenten, die sich. Toll. Hier ist das erste Musikinstrument. Für dich. Kein Problem. Nick. 20 Sekunden Zeit, ab jetzt. Ein Kasten Bier. Kann man auch Krach mitmachen. Ja. Ich brauche eine andere Seite. Eine Balalaika. Eine Seite reicht. Nein, Balalaika ist ja. Nein! Mensch! Harfe! Eine Harfe! Eine Harfe! Das erkennt doch jedes Kind! Harfe! Eine Harfe! Einfach so erkennen! Oskar Lonchev! Hier ist das nächste Musikinstrument! Ja, ja. 20 Sekunden ab jetzt! Eine tibetanische Schwulettflöte? Nein! Aber es ist eine ähnliche Gegend. Ja. Das ist der Nil, aber das ist ja kein Musikinstrument. Nein. Ein Alpenhorn hier. Wie heißt das? Wunderbar. Alphorn, ne? Alphorn. Perfekt. Und der dritte Begriff für dich. 20 Sekunden Zeit. Ab jetzt. Das kann doch keine Sau. Das kann doch kein. Hundkarton. Luerett. Eine Schalmei. Eine Zither. Nein. Ja, Flügel hatten wir ja schon, oder? Ja. Eine singende Säge. Oh, die singende Säge. Das ist ja schwer. Sehr schön. Eine beeindruckende Leistung unseres Schnellzeichners. Danke. Und sie hat sich gelegt. Werke werden übrigens nach der Sendung mit einem Autogramm der Künstler versehen und können vom Publikum hier im Foyer verbrannt werden. Wir kommen zur Punktevergabe. Das ist ganz einfach. Ihr habt zwei richtige Begriffe erkannt. Das sind zwei Punkte für euch. Und ihr habt leider nur einen. Das ist ein Punkt für euch. Das heißt, wir haben nach dieser Runde einen Punktezwischenstand von 2 Punkten für Mirko und Lou und 6 Punkte für Tommy und Markus. Naja. Und jetzt ist es wieder an euch, mir die Stirn zu bieten, denn die brauche ich in unserem Pappnasenspiel oder Pappenheimer Nasenspiel oder Nasenheimer Pappenheimer Spiel, wo ihr zwei prominente Köpfe der Woche erraten sollt. Und ich bitte euch, eure blickdichten Brillen flugs aufzusetzen. Hurtig, hurtig, hurtig. Ja. Und hier kommen, Markus muss erst auf seine Größe einstellen. 2,10 Meter. Da hat vorher Peter Maffay gesessen. Und wer seid ihr? Hier ist einmal die Pappnase für Tommy. Die ist etwas größer, Tommy. Also müssen wir uns was auseinandersetzen. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Aha. Und für Markus. So, und ihr habt 45 Sekunden Zeit zu erraten, wer ihr seid. Das gegnerische Team antwortet nach bestem Wissen und Gewissen. Hier kommt euer erster Hinweis. Mit einem Geburtstag fing alles an.
45 Sekunden, wie ab jetzt. Bin ich ein Mann? Ja. Ich auch? Ja. Zwei Männer? Ja. Ja. Bin ich Politiker? Nein. Sind wir ein Pärchen? Aha. Ja, schwer zu sagen. Ja, ich würde sagen ja. Ja. Künstler? Ja. Ja. Sänger? Nein. Ja. Was jetzt? Ja. Bitte was, Sänger? Ja. 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 Zwei Männer, die singen. Mit einer Taube fing alles an. Ah, Taube. Die weißen Tauben, Hans Hartz. Falsch. Falsch. Wir sind ein Duo. Ein Duo? Ja, Duo, ja. Ja, Thomas Anders und, nee, nein, keine Taube, scheiße. Aber genauso aber schön. Wir haben die Zeit eine Stunde. Moment mal, Schlagersänger. Ja. Irgendwie. Ein Schlagerduo, Heintje und Dingens, Heino oder... Es sind Heino die Ola Paloma Boy. Yeah. Meine Damen und Herren, die Ola Paloma Boys, die haben in der vergangenen Woche Platin für ihren Hit Ola Paloma Blanca bekommen mit ihrem neuen Song Tequila. Da ist leider noch der Wurm drin, sind sie nicht allzu erfolgreich, aber das kann ja noch kommen. So, Mirko und Lou, jetzt müsst ihr euren Kopf herhalten. Richtig. Und setzt bitte eure Brillen auf. Ein aktuelles Paar. Es war schwer, Markus, oder? Ja, es war auch schwer. Super schwer. Aber jetzt kommt für euch ein aktuelles Paar der Woche. Komm und 40 Sekunden Zeit. Was? Herauszufinden, wer ihr seid, und hier ist euer erster Hinweis. Ihr werdet öfter mal geschmiert. Zeit sind euch. Wir Politiker? Nein. Sind wir Geschwister? Nein. Mann und Frau, bin ich ein Mann und Sie eine Frau? Nein. Umgekehrt? Nein. Och, jetzt leck mich doch am Arsch mit. Nein. Sind wir überhaupt Menschen? Was? Sind wir überhaupt Menschen? Nein. Nein. Tiere? Nein. Sensationen? Blumen? Nein. Blumen, Sensationen. Euer zweiter Hinweis, bei euch ist öfter mal eine Schraube locker. Sind wir Roboter? Ja. R2D-Dingenskirchen und Libra Blumdings. Na, das wollen wir schon genau. Sind wir aus Star Wars? Star Wars? Ja. 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 Hier, wie heißt er denn? Das sind 3 Millionen übrigens. Was? Sind wir R2D2 und wie diese andere Leipzig 1, Leipzig. 31, 32. Oh, die Zeit ist leider um. Ihr seid R2D2 und C3PO. Die beiden Roboter aus Star Wars. Das bin ja ich. Das seid ihr. Um eine Rolle zu bekommen, gingen sie übrigens nicht mit dem Regisseur ins Bett, sondern mit seiner Kaffeemaschine. Aber, meine Damen und Herren, ich würde sagen, man kann hier auf jeden Fall einer mal richtig erraten, einen Punkt geben. Das heißt, einen Punkt für euch und in dieser Runde leider keinen Punkt für euch. Meine Damen und Herren, heute wollen wir hier im engen Kreise mal eine liebe Kollegin ehren, Ilona Christen. Sie hat das Fernsehen revolutioniert, indem sie etwas machte, was es sonst nur im Radio gibt. Sie redete und redete und redete und redete. Am Freitag lief ihre Sendung zum letzten Mal, wir von Vollwitzig. Wir wollen über die tiefe Trauer ihrer Fans hinweghelfen. In unserem Synchronisationsspiel wollen wir Ihnen die bewegendsten Momente ihrer Sendung noch einmal präsentieren. Markus und Tommy, hier kommt eure Mats. Hallo und herzlich willkommen zu Ilona. Ich bin sehr stolz, Ihnen meinen heutigen Gast vorzustellen. Grüß Gott. Die schönste Frau der Welt, Claudia Schiffer. Ich bin nicht Claudia Schiffer. Das steht hier geschrieben. Ja, alle sagen sie mir, ich wäre die Claudia Schiffer. Ja, sieht ihr denn aus wie die Claudia Schiffer? Ich meine, alle das geht mir auf die Nerven. Ich muss sogar mit David Copperfield schon schlafen. Das ist vielleicht eine Pfeife im Bett. Ich kann es Ihnen sagen. Ja, geht's mir Ja, das musste ich auch schon mal machen. Ja, aber da hatte sie in ein Kaninchen verwandelt. Das ging sehr schnell. Interessant. Ja, und danach habe ich ihn aber richtig angemacht. Mit Rotwein und Zwiebeln. Damit gehe ich zum Kochduell und koche gegen Alfred Biolek. Ja, und mein, was macht dann der? Verlorene Eier oder so? Ja, sehr schön. Sehen Sie, meine Damen und Herren, gleich im zweiten Teil von Vollwitzig, was Mirko Ronchev und Lou Richter zu Ilona Christen zu sagen haben. Und wie immer haben wir einen fantastischen Finale für Sie im Programm. Also bleiben Sie dran. Von Vollwitzig, das Comedy Quiz in Sat 1. Mit mir im Studio Markus Maria Vollwitzig und Tommy Bosch. Und Mirko Nonchev und Lou Richter. Wir beide, ja.
Auch im zweiten Teil unseres Synchronisationsspiels bleiben wir noch ein wenig bei der großen alten Dame der Talkshow. Nein, nein, nicht Alfred Biolek, sondern Ilona Christen. Seit Freitag ist ihre Sendung abgesetzt worden. Die Welt ist wieder ein bisschen ärmer geworden. Das ist ja noch nicht alles. Pass mal auf, wenn die Sendung abgesetzt wird, dann gibt es ja 20.000 arbeitslose Brillen auf der Straße. Wenn der Saru sitzt, hast du mir den Merkel... Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Ich fand diese Sendung Ilona Christen immer spannend. Für mich war die Frage immer, Christen nach der Sendung nochmal hoch oder bleibt jetzt für immer unten? Ich sehe schon, wir alle kennen diese Sendung. Ich bin gespannt, wie Mirko und Lou den nun vorhin aus und aus Ilona Christen neu vertonen werden. Sollen wir das hier noch machen? Kommt ja. Euer Film. Junge, ich bin so gespannt. Oh, das bin ja ich. Ich hab hier viel mehr. Ich weiß jetzt nicht genau, was... Spreche ich denn so undeutlich? Also für Sie nochmal, Sülz, Sülz, Sülz. Tut mir leid, ich weiß immer noch gar nicht genau, worauf Sie jetzt... Bin ich denn hier nur noch von Idioten umgeben? Passen Sie mal auf. Du Mann, du doof. Ich Frau, ich schlau. Nicht? Und jetzt sind Sie dran. Kommen Sie durch, weiter, weiter, weiter. Wir schaffen Sie. Da. Nanni hat die Hoppe-Hoppe-Reiter. Ich geh aber doch damit. Eine eindrucksvollere, modernere Medienkritik habe ich nie gesehen, meine Herren. Mirko Nonchef als Ilona Christen und das gibt 3 Punkte für euch und 2 Punkte für euch. Eden Schwer. Das wird reichen. Das heißt, wir haben einen Endstand in dieser Sendung von 6 Punkten für das Team Lou und Mirko. Und für Markus und Tommy 8 Punkte und damit seid ihr Punktesieger. Ja. Und das war's, meine Damen und Herren, bei Voll Witz. Ich bedanke mich bei meinem Team. Schön, dass ihr da gewesen seid. Bis nächste Woche. Tschüss, auf Wiedersehen. Bis kommenden Sonntag. Und denken Sie daran, die ganze Wahrheit erfahren Sie nur bei uns. Dankeschön.